Achtung, Ihr Key-Account-Plan hat nur bedingt etwas mit Ihrem Geschäftsjahr zu tun. Viele missbrauchen den Key-Account-Plan so ein bisschen als Grundlage, als Instrument, vielleicht sogar als Dokument, um die Zielvereinbarung mit den Key-Account-Managern abzustimmen. Und das ist ein großer Fehler nach meiner Meinung. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg, bei mir geht es um das spannende Thema Key-Account-Management, immer wieder kombiniert mit der persönlichen Produktivität. Ja, wieso, weshalb, warum dieses Impulsvideo? Letzte Woche hat eine Führungskraft in einem Key Account Management Seminar genau diesen Aha-Moment, und der hört sich so selbstverständlich an, ist er aber gar nicht. Und zwar der Aha-Moment: Achtung, bisher sind unsere Key Account Pläne eigentlich immer synchron mit unserem Geschäftsjahr, weil wir sie gleichzeitig nutzen als Basis für die Zielvereinbarung mit den Key Account Managern und Manager. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler, Denkfehler. Wieso? Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, Ihr Geschäftsjahr geht bis zum 31.12. Der Kunde plant im Februar, März eine sehr, sehr große, für Sie extrem wichtige Ausschreibung. Jetzt die spannende Frage. Müssen Sie dann bereits im Herbst, Spätherbst, Winter diesen Jahres aktiv sein, um im Frühjahr nächsten Jahres wirklich eine Chance bei der Ausschreibung zu haben? Und die Antwort ist relativ klar: Ja, wir müssen dieses Jahr im Herbst schon was tun, um nächstes Jahr erfolgreich zu sein. Außerdem hören Geschäfte ja nicht unbedingt immer am 31.12. auf und dann passiert nichts mehr und wir fangen nochmal wieder komplett von Null an. So tickt Key Account Management nicht. Zweiter Punkt. Wir sind uns, glaube ich, immer relativ schnell einig, dass Key Account Management eine kurzfristige Komponente hat, aber insbesondere eigentlich eine mittelfristige. Das heißt, wir reden immer davon, im Key Account Management wollen wir, das kennen Sie auch aus anderen Videos von mir, wir wollen eigentlich gestalterisch, proaktiv, mittelfristig unterwegs sein. Das würde aber auch wieder was bedeuten? Wir brauchen im Key Account Plan, Achtung, wichtig jetzt, strategische Ziele, die über das aktuelle Geschäftsjahr, Kalenderjahr auch hinausgehen. Das heißt, wenn wir jetzt 2024 nehmen, dann würde ich im Moment erwarten, dass auch in Ihrem Key Account Plan sich durchaus vielleicht auch Ziele für 2024 wiederfinden, aber dass daran nicht einfach stoppt, sondern wir zumindest ins nächste Jahr reindenken, wenn wir sehr langfristige Investitionsgüter haben, logischerweise auch noch darüber hinaus. Und vielleicht haben Sie sogar noch eine Vision für 2027 oder so. Das lassen wir im Moment mal außen vor, sondern wirklich konkrete Ziele. Das heißt, Achtung, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht den Key-Account-Plan dazu ein Stück weit missbrauchen, zu sagen, hey, wir müssen irgendwie mal dokumentieren, was wir uns mit dem Kunden eigentlich dieses Jahr so vornehmen. Und wir versuchen das dann alles auch noch irgendwie diesem Mantel der strategischen Ziele abzudecken, damit wir dann wieder synchron sind mit unserer Zielvereinbarung. Richtiger wäre, Key Account Plan ist unabhängig erstmal von jeglichem Zielvereinbarungssystem. Sie durchdringen den Kunden, den Markt, Wettbewerb, alles was dazu gehört, überprüfen das Ganze nach Chancen und Risiken, leiten daraus ihre strategischen Ziele ab, die durchaus 24, 25 oder vielleicht sogar darüber hinaus sind. Und wenn Sie das gemacht haben und sagen, jawohl, das ist der Fahrplan, können Sie anschließend sagen, okay, für die Ziele für nächstes Jahr, also die wir auf 25 terminiert haben, wo müssten wir denn Ende diesen Jahres stehen, damit wir sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dieses Zwischenziel, dieses Etappenziel, können Sie sehr wohl dann wieder in Ihre Zielvereinbarung mit übertragen. Und dann sind Sie wieder synchron. Okay? Aber ansonsten wird es relativ schnell wieder so ein klassischer Salesplan und so ein bisschen Umsatzplan und letztes Jahr plus 10-20%, was immer Sie gerade mal so als Wachstumskurve sehen. Das war mal so ein kleiner Impuls zum Thema Key Account Plan, nicht gleich Geschäftsjahr. Übrigens nochmal letzte Impulsfrage auch dazu. Kennen Sie eigentlich das Geschäftsjahr Ihres Key Accounts und haben Sie das auch im Key Account Plan eigentlich verankert, niedergeschrieben irgendwo? Weil auch das hätte Auswirkungen auf, wann führen wir strategische Jahresgespräche, wie denkt der Kunde eigentlich in seinen Investitionszyklen und so weiter und so fort. Auch eine spannende Frage, die ich in vielen, vielen Key-Account-Plänen nicht beantwortet sehe übrigens. Wenn das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch bzw. Kanal abonnieren.
Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und weiterhin viel, viel Freude im Key Account Management. Bis bald, Ihr Hartmut Sieg.